Nach langer Vorbereitung ist heute endlich der Startschuss gefallen. Hier im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath. Wir haben heute den Startschuss gegeben für Stadt, Land, Fluss 2021 in der Region Schwalm-Nette. Nach rund anderthalb Jahren Pandemiezeiten ist es uns heute vergönnt, sozusagen live und in Farbe 3 Wochen Veranstaltungsprogramm eröffnen zu können unter strahlendem Sonnenschein. Und wir merken natürlich auch, wie groß der Zuspruch, die Neugierde, das Interesse an über 100 vielfältigen Veranstaltungsformaten ist. Ich lade Sie herzlich ein, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Es geht um Wanderungen, es geht um Kunst, Kultur, es geht darum, Flora und Fauna, das heißt die Tier- und die Pflanzenwelt, hier kennenzulernen. Ob die Fledermäuse, ob Mühlen, ob Burgen, ob alte Landwehren. Hier diese wundervolle Region zu erkunden und in Blick zu nehmen und aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln auch vielleicht neu zu erfahren. Wir gehen mit dem Schwung dieser heutigen Veranstaltung in die nächsten 3 Wochen, die sich kennzeichnen werden durch eine Fülle von Erfahrungen, Veranstaltungen und Kenntnisse über die Kulturlandschaft Schwalm-Nette.